Hallo meine Lieben, heute gibt es wieder einen neuen Action Haul. Und zwar war ich für einen Tag in Cuxhaven am Meer. Und da auch ein Action ist, dachte ich, muss ich da doch mal hin und schauen, was es da denn so gibt. Und ja, seid gespannt, es geht direkt los. Als erstes habe ich zwei Glitzerstreuer gekauft. Ich drehe die einmal so leicht um, dass ihr die Farben seht. Ist einmal so ein klares Weiß, ein Puderweiß und dann, ja, seht ihr ja alles. Glitzer kann man ja nie genug haben und ein Streuer kostet bei Action 99 Cent. Ich habe die gleichen Streuer, gleiche Marke, auch schon mal bei Kick gekauft, da zahlst du aber direkt 2 Euro für oder 1,50. Und dann noch einmal so ein Set, Türkis, verschiedene Blautöne und dann kommen Grüntöne. Richtig schön, also. Die beiden mussten auf jeden Fall mit und bei unserem Action, also wo ich sonst immer hingehe, habe ich die auch schon relativ lang nicht mehr gesehen. Dann habe ich noch Stencils gekauft. Einmal die drei Packungen, da sind immer 5 Stück drin. Auf der Rückseite sieht man die einmal. Ich packe die aber einmal aus, dass ihr die richtig seht. So, wir fangen jetzt einmal mit dem blauen Set an. Da sind einmal diese Buchstaben bei. Dann diese Blumen, das erinnert mich so ein bisschen an Kirschblumen. Dann dieses schöne Muster. Dann Rosen. Und ich habe auch schon ein paar Mal gehört, ja, die sind ja immer so groß. Ja, aber dann nimmt doch nur eine Blüte. Oder nur ein Teil vom Muster. Man muss ja nicht, nur weil es riesig ist, die Größe auch voll ausnutzen. So, und dieses Blumenmuster. Weil auch nur das hier unten am Rand von der Karte könnte doch total schön aussehen. So, für die Hintergrundgestaltung. Das war, wie gesagt, das blaue Set. Dann kommt jetzt einmal das rosane Set. So, einmal Animal Print. So ein tolles Mandala. Ich habe jetzt mal ein Kartenrolling geholt. So, weil schaut mal. Man kann das ja zum Beispiel nur so machen. Und ich finde, das sieht richtig klasse aus. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich würde es wahrscheinlich eher nach oben machen. Aber so war es leichter, in die Kamera zu halten. Also nur nochmal. Man kann auch nur Teile der Stencils benutzen. So, ein ganz rundes Mandala. Dann einmal das hier. Und als letztes das hier. Das könnte auch richtig cool aussehen, wenn man alle Kleckse so ein bisschen in einer anderen Farbe macht. Es könnte auch so ein Giraffenmuster sein. Also, da fällt mir schon was Cooles zu ein. So, als letztes zeige ich euch dann einmal das türkise Set. Das Mandala enthalten, das finde ich auch richtig schön. Dann das hier einmal. Und die haben auch eine gute Dicke. Also für 69 Cent, die eine Packung mit 5 Stück hat, ist das echt eine gute, akzeptable Qualität. So dünn sind die gar nicht. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass die total wabbelig sind. So, dann haben wir das einmal. Das ist hier nicht perfekt ausgestanzt, aber habe ich jetzt rausgenommen und alles wunderbar. Also. Bin echt begeistert. So, das mag ich auch total gerne. Und einmal die letzte Schablone. Und was natürlich auch nicht zu verachten ist, ein bisschen rosa Papier. So, ja, Kasimaus. Das ist eine Kamera. Katzencontent. Weiter geht's. Und zwar, die kennt ihr auch schon aus meinem letzten Action Haul. Und zwar habe ich die gekauft, die Glitter und Pearl 3D-Pads. Gut, wir filmen jetzt mit einer Katze weiter im Bild. Das ist Kasimir. Ein Set kostet 1,19 Euro. Glitter und Pearl, also das hat so eine Schimmer-Dings und da ist richtiges Glitzer. Einmal in so einem Blau, das sieht eher ein bisschen heller aus als jetzt in der Kamera. Dann einmal so ein zartes Rosa, das ist so ein bisschen Perlmutt-Optik und das. Könnte ich mir vorstellen, dass das eher so durchsichtig mit einem rosa Schimmer ist. Weil die beiden Farben hatte ich euch in dem letzten Haul gezeigt. Und dann einmal das letzte Set. Das ist eher so in die Grün-Türkis-Richtung. So, und ich werde mich nachher einmal ransetzen und darüber ein Video machen, wie ich die finde. Weil bei meinem gab es nur noch die rosanen. Und ich muss gestehen, in Cuxhaven ist doppelt so viel Bastelkram. Dafür habe ich erschreckend wenig gekauft. Aber ja, weil jetzt kommen wir noch mal zu zwei 12x12 Blöcken. Und dann war es das tatsächlich auch schon. Und zwar ist das einmal der erste. In a garden of flowers, I will always pick you. Und ich muss gestehen, ich war erst etwas verwirrt.
Weil ich weiß, das sind die neuen von Craft Sensation, aber das steht hier nirgendwo. Sonst war früher immer das Craft Sensation Logo hier. Und da muss ich gestehen, da war ich erst etwas überrascht. Aber auf der Rückseite ist es, also alles gut. Mal gucken, ob das jetzt bei allen Blöcken so ist. Schiebe ich das ein bisschen hoch. Die Katze darf hier bleiben. Und wir blättern den einmal gemeinsam durch. Der ist foliert und dadurch kostet der Block 2,65. So, nicht wundern, da liegt eine Katze drunter. Also als erstes einmal diese Schrift in so einem wunderschönen Grünton. Ich liebe das. Ich habe auch die Stampin' Up Prägefolder mit so einer Schrift, weil ich das einfach total schön finde. Der Block ist einseitig. Und da sind dann immer zwei hintereinander. Dann so ganz kleine süße Blümchen. Hier sind die Punkte von den Blümchen so silberfoliert. Finde ich eigentlich ganz charmant, weil es gar nicht so bam in your face ist. Dann haben wir hier gefühlt schon eine richtig kleine hübsche Blumenwiese. Und auch hier ist es foliert. Aber diesmal ist es goldfoliert. Sieht, glaube ich, in der Kamera trotzdem silber aus. Aber ich finde es auch ganz cool, dass nicht alle Blüten foliert sind. Es hat noch ein bisschen mehr Charme. Noch mehr Schrift. Ist das nicht schön? Also ich finde das richtig, richtig toll. Die Schriften, da ist nichts foliert. Also die sind quasi zweimal normal. So, dann, das ist eher so ein... Erdbeben. Das ist eher so ein Grau mit weißen Punkten und Grau mit goldenen Punkten. Und wie gesagt, Pünktchen gehen ja immer. Kleine süße Blümchen. Und nochmal das Gleiche. Da sehe ich jetzt diesmal wieder nichts Foliertes. Also da sind auch nicht alle foliert. Dann haben wir einmal die vier quasi Postkartenformate. Ich zeige die einmal ein bisschen näher in die Kamera, da ihr ja durch Kasimir nicht alles seht. So, und hier sind dann die Texte foliert. Ich hoffe, man kann das... Ja, das kann man sehen. Ich mag sowas total gerne. Hier ist dann auch so eine süße Blumenwiese. Und ich mag diesen goldenen Ton. Und ja, wie ich vermutet habe, bei der folierten ist diese Blume quasi vergoldet, also goldfoliert. Und ich muss halt gestehen, ich stehe auf sowas. Ich stehe auch auf die Glitzerblöcke. Also ich sehe auch oft in Halls, ja, der Block ist foliert und oh Gott sei Dank, er ist nicht so doll foliert, dann würde ich ihn mir nicht holen. Weil, aber ich stehe da drauf. Aber ich bin ja eh eher so ein bisschen bling bling. So, dann wieder ganz schlichte kleine Blümchen und da sind dann nochmal so ein paar hellere zwischen. Und bei der folierten sind die kleinen Blümchen dazwischen foliert. Dann so eine kleine Karo-Optik. Ist auch ein total schöner Grünton. Oh, ja, hier ist mal richtig ordentlich was los. Finde ich aber sehr, sehr cool. Es erinnert mich ein kleines bisschen, auch wenn das eher nicht positiv klingt, an so einen Teppich in einem Hotel. Also natürlich glitzern keine Teppiche, aber schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch findet oder ich gerade ein bisschen verrückt werde bei der Hitze. So, dann haben wir wieder grün mit Punkten. Dementsprechend natürlich auch gold mit Punkten. Und noch mehr. Das kann man jetzt wahrscheinlich richtig schlecht erkennen. Das ist so ein, ja, ich glaube, ich würde es lindgrün nennen. Auch wieder mit weißer Schrift. Dann haben wir hier so ganz kleine, zarte Striche. Und hier, das sieht man, glaube ich, richtig gut in der Sonne, sind die Striche foliert. Auch das ist auch richtig, richtig schön. Ich mag diesen grünen Mix. So kleine grüne Sträuchchen mit Blüten. Und ich finde es halt ganz süß, dass hier überall so kleine Blätter unterwegs sind. Das ist wieder nicht foliert, das zweite. Sind wieder kleine Karten. Und einmal die Karten. Da sind wieder ein paar Sprüche. Und hier sowas zum Beispiel. Da steht im Text überall thank you, thank you, thank you. Das kann man noch super auf so einen Kartenaufleger machen. Und das war's dann schon mit dem Block. Da habe ich mich echt mega gefreut, weil ich den einfach wunderschön finde. Und dann noch diesen Block, Time to Celebrate Today. Das ist ein Glitzerblock. Auch hier ist das Craft Sensation Logo nicht mehr drauf, aber auf der Rückseite ist es. Also kann ich mir zumindest sicher sein, dass es da ist. Ja, Kasimir,
Dann blättern wir dich mal wieder zu. Das ist total süß. Das sind so ganz viele kleine Sterne in so einer bunten Mischung. Sieht eigentlich ein bisschen kitschig aus, aber dadurch, dass es so mega filigran ist, auch nicht. So, und das ist wirklich ganz, ganz leicht beglittert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber nur die dunkelblauen. Also der und der Stern ist beglittert. Und wenn ich das sehe, ich weiß, ihr haltet mich jetzt wahrscheinlich für verrückt, denke ich schon an Weihnachten. Also das könntest du doch auch super für so eine Weihnachtsgeschenkbox nehmen. Oder Teil auf eine Weihnachtskarte. Aber gut, ich liebe auch Weihnachten, also vielleicht sehe auch nur ich da weihnachtlich drin. Aber man kann es natürlich auch gut zum Geburtstag nehmen. So, und hier, das haben wir zweimal ohne Glitter. Es sieht so ein bisschen aus wie Konfetti. Tschu, das ist eigentlich ganz schön. Und hier fühlt man es, sind auch wieder die dunklen Blauen beglittert. Aber das sieht man eher nur im Licht. Also es gibt ja auch ein paar Glitterblöcke, wo du so richtig siehst, oh, Glitzer. Das hat der jetzt tatsächlich eher nicht. Und ja, Punkte. Muss ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. So, das haben wir auch zweimal ohne Glitter. Und dann kommen wir zu den Karten. Und da kann man natürlich auch wieder super Kartenaufleger oder den Deckel von der Box machen. Und dann schreibst du hier noch, weiß ich nicht, Laura rein und dann ist das für Laura oder so ein Hey. Also finde ich cool. Und wenn man die gar nicht mag, na dann schneidet euch doch das Geschenk hier aus und die drei süßen Muffins und nutzt die. So, und auch das ist zweimal drin, aber auch ohne Glitter beziehungsweise die Rahmen. Die Rahmen, wie gesagt, der ist sehr, sehr schlicht beglittert. Die Rahmen. Außenrum, die glitzern, aber mehr nicht. Da kommt doch Partystimmung aus, oder? Also da würde ich wahrscheinlich eher kleinere Flächen mitmachen, sonst wird es mir wahrscheinlich zu viel. Aber ich liebe so einen Grünton. Und den haben wir auch wieder zweimal. Weihnachten, Weihnachten, bald ist es soweit. So eine schöne Lichterkette. Finde ich richtig süß. Und auch da, die ist auch wieder nur ganz, ganz schlicht. Ah, ich glaube, jetzt könnt ihr es sehen, dass die so ein bisschen hier glitzert. Immer nur das Dunkelgrün glitzert quasi. Also, ich komme nicht ganz auf meine Glitterkosten, wenn wir ehrlich sind, weil ich stehe einfach total auf Glitter. Aber für die Leute, die sagen, der Block ist ja halt schön, aber Glitter ist mir eigentlich too much, für den ist der perfekt. Ich bin ganz ehrlich, haut mich jetzt nicht so unbedingt vom Hammer. Aber ich bin auch nicht so für abstrakte Kunst und abstrakte Form oder so zu haben. Und hier, also das hat verhältnismäßig wieder viel Glitter, wenn ihr seht, weil da sind einmal die Querstreifen und die Punkte. Ich glaube, man muss einfach nur meckern. Dann wird es mehr. So, dann hier so ganz kleine süße Haribo-Bärchen oder Gummibärchen. Wir wollen ja hier keine Marken bevorzugen. Das gibt es auch zweimal und hier sind die dunklen grünen wieder beglittert. Und da könnte man ja so eine kleine Box machen, wo man so eine kleine Packung Gummibärchen reintut. Das könnte doch ganz süß aussehen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist auch wieder eher abstrakt. Aber es ist ein schönerer Grünton. Und ich liebe Grün, deswegen mag ich das wieder sehr gerne. Und auch hier sind wieder, ich halte das immer mal so ein bisschen im Licht hin und her, die dunkleren Sachen beglittert. Also ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, aber das könnte doch auch so nicht ein Pac-Man sein, der ist die ja, sondern das, was ein Pac-Man ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr in der Kamera das seht, dass die unten so ein bisschen ausgefranst sind. Ja, ich glaube, das müsstet ihr sehen. Und auch hier sind die dunkelgrün beglittert. Ach süß, kleine Wolken. Auf so einem richtig schönen Mintpapier. Hier haben sie das Glitter wieder bei den dunklen Wolken vergessen. Also natürlich nicht, das ist ja so gewollt. Aber ich habe noch nicht ganz das Prinzip verstanden, welche jetzt beglittert sind und welche nicht. Und dann zeige ich euch noch mal die Karten. Richtig, richtig süß. So. Und hier gibt es jetzt so ein paar, also das Party. Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Das glitzert. Das Enjoy glitzert. Also da, wo die Schrift in Dunkel ist. Die glitzern, die anderen sind ganz normal. Oh, das ist auch richtig schön. So ein ganz dunkler Grünton.
Mit kleinen süßen Sternchen. Und der ist auch beide Male ohne Glitter. Ich glaube, das sind Macrons. Aber ich als Hamburger dachte irgendwie direkt an Hamburger. So. Und hier sind die dunklen Macrons auch beglitzert. Und das war's dann auch schon. Dann befreien wir Kasimir erstmal von den Blöcken. Ich schiebe einmal nochmal alles runter, damit ihr wisst, um was es in diesem Haul ging. Nicht nur um eine Katze. Und ja, ich mache euch jetzt noch ein Video, wie ich die ausprobiere. Das verlinke ich euch dann in diesem Video, sobald es auch online ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!